Herr Präsident, meine Damen und Herren! Auch nach dem Brexit wird Großbritannien Teil Europas sein und wird unser Nachbar sein. Deswegen gilt es, die Verhandlungen so zu führen, dass wir auch nach dem Brexit gute Beziehungen haben werden. Vorstellungen von Strafmentalitäten, dass sozusagen die Briten bluten müssen, weil sie jetzt die Familie der EU verlassen haben, das weisen wir seit Beginn der Verhandlungen ganz entschieden zurück. Wir stehen vor der entscheidenden Phase der Verhandlungen und nach wie vor, das ist hier auch viel zu wenig diskutiert worden, nach wie vor ist das Szenario eines No-Deals nicht ausgeschlossen. Es ist nach wie vor keine Lösung. Zwar gibt es 95% Einigkeit, aber das sind die 95%, die auch am Anfang relativ klar waren, und entscheidende Punkte sind noch nicht geklärt. Und ich sage hier ganz deutlich, bevor wir zu einem No-Deal-Szenario kommen, mit all den dramatischen Folgen, plädiere ich dafür, in diesem Fall lieber den Verhandlungszeitraum zu verlängern. Das ist auf Grundlage der Verträge möglich. Es ist in Artikel 50 geregelt. Das würde auch, Herr Außenminister, die Möglichkeit der notwendigen politischen Prozesse in Großbritannien ermöglichen und vielleicht auch nachher Verhandlungen mit einer neuen Regierung unter Jeremy Corbyn ermöglichen. Auch nach dem Brexit werden 4 der 5 größten europäischen Städte nicht mehr in der Europäischen Union sein, neben London, Moskau, Istanbul, Petersburg. Nur Paris ist sozusagen. Das heißt, wir müssen auch, und das sage ich ganz besonders am Jahrestag des Endes des 100. Jahrestag des Endes des Ersten Weltkrieges, wir müssen auch die Beziehungen europäisch so ordnen, dass wir nicht einen Teil Europas gegen einen anderen stellen, dass wir nicht die EU, wie es jetzt teilweise vorgesehen ist, aufrüsten und sozusagen einen Block bilden, auch gegen andere europäische Regionen. Ich darf daran erinnern, dass im mittelfristigen Finanzrahmen der Europäischen Union ein europäischer Verteidigungsfonds vorgesehen ist, dass wir mit PESCO auf dem Weg sind zu einer EU-Armee und dass auf der anderen Seite das, was wir eigentlich brauchen in Europa, nämlich mehr sozialen Ausgleich, mehr gleiche Lebensverhältnisse innerhalb der Europäischen Union, dass das gekürzt wird mit den Kürzungsplänen im Kohäsionsfonds. Und das ist der falsche Weg. Wir brauchen mehr sozialen Ausgleich innerhalb der Europäischen Union und wir brauchen mehr Kooperation auch über die Europäische Union hinaus. Das jetzt hier vorgelegte Brexit-Übergangsgesetz sieht das vor, was wir von Anfang an bei den Verhandlungen gefordert haben, nämlich dass die Rechte der Bürgerinnen und Bürger, das heißt der EU-Bürgerinnen in Großbritannien und der britischen Bürgerinnen in der EU, dass die gesichert werden. Es hat nur einen Haken, Herr Maas. Es gilt, so wie ich das lese, nur dann, wenn es zu einem Übergangsabkommen kommt. Wenn es ein No-Deal-Szenario gibt, ist das nicht gesichert. Deswegen fordern wir, dass die Rechte, und das fordern wir von Anfang an, dass die Rechte der Bürger rausgenommen werden aus den Brexit-Verhandlungen, separat abgeschlossen werden, gesichert werden und nicht zum Gegenstand von Verhandlungen werden. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege. Und nun spricht zu uns die Kollegin Dr. Franziska Brandt.